Wunderschönen guten Tag. Region Hochstift war heute bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Driburg. Ich habe hier Waldemar Gammenick neben mir stehen. Wir durften heute mal bei einer Übung dabei sein. Es ging um die neue Drehleiter und da fragen wir, was haben Sie heute mit der Drehleiter alles so gemacht? Ja, wir haben die neue Drehleiter nach zweijähriger Vorplanung im Ende November aus Karlsruhe im Rahmen einer Schulung und Abnahme und Übernahme abholen können, sind seitdem in regelmäßigen Abständen dabei, an der neuen Drehleiter zu üben. Wir üben alle technischen Möglichkeiten, die wir auch schon mit der alten Drehleiter abarbeiten konnten, aber durch viele Neuerungen mit der neuen Drehleiter erheblich besser abarbeiten können. Das sind alles viele Dinge, die man mit einem enormen Zeitaufwand üben muss, immer wieder ausprobieren muss. Ziel ist es, dass wir letztendlich unsere Drehleitermaschinisten alle zu 100% auf dem neuen Gerät ausgebildet haben. Das heißt, wir üben schwerpunktmäßig die Personenrettung mit Hilfe von Krankentragen in verschiedenen Art und Weisen. Wir haben heute die Möglichkeit, dass wir bedingt durch eine höhere Belastungsmöglichkeit des Rettungskorbes Krankentragen bis zu einer Nutzlast von 300 Kilo, sogar mit Hilfe einer Hebespinne bis 500 Kilo retten können in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Wir haben die Möglichkeit, dass wir eine Brandbekämpfung mit der Leiter durchführen, sodass wir mit einer Wurfweite von über 60 Metern 2000 Liter Wasser pro Minute ausbringen können, was bei Großbränden von großen Vorteilen ist. Auch das muss immer wieder praktisch ausprobiert, das muss geübt werden. Wir haben die Möglichkeit, eine enorme Ausleuchtung von Einsatzstellen durchzuführen, ob es beim Brandeinsatz ist, ob es bei Verkehrsunfällen oder sonstigen Einrichtungen ist. Wir haben etliche Zusatzmöglichkeiten mit Hilfe einer Gerätemulde, Gerätschaften zu transportieren, was gerade bei technischen Hilfeleistungseinsätzen häufiger vorkommt. Es ist eine optimale Ausrüstung zum Einsatz bei Schornsteinbrennen verlastet. Auch das kommt immer häufiger zum Einsatz. Das sind nur einzelne Punkte, die wir also, wie gesagt, üben. Ziel ist es, dass wir in Kürze die neue Drehleiter zu 100% in den Einsatzdienst einbringen können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die alte Drehleiter weiterhin als Ersteinsatzfahrzeug genutzt, wenn irgendwo der Schwenk gemacht wird. Das heißt, wir werden die neue Leiter hauptsächlich einsetzen, wird für eine geraume Zeit die alte Drehleiter noch als Reserve bereitgehalten werden, bevor sie dann voraussichtlich zum Verkauf ansteht. Jetzt ist das Besondere, dass die Drehleiter, die Sie gekauft haben, jetzt in unserem Kreis nicht die einzigste ist. Sie haben zusammen mit Brakel eine Drehleiter angeschafft, die baugleich ist. Wie ist es dazu gekommen? Ja, es kristallisierte sich in der Vergangenheit ja heraus, dass die Stadt bzw. Feuerwehr Brakel über eine mittlerweile sehr betagte Drehleiter verfügt, genauso wie das in Bad Driburg der Fall ist. Die Leiter in Bad Driburg ist mittlerweile 32 Jahre im Einsatz, hat gute Dienste geleistet, aber nach 32 Jahren sollte halt ein Ersatz angeschafft werden. Und dann stellten wir dann fest, genauso wie die Feuerwehr Brakel feststellte, dass Bad Driburg eine Leiter kaufen will und Brakel eine Leiter kaufen will. Dann kam eben der Gedanke, sollen wir etwas zusammen machen? Dann sind wir erstmal ganz vorsichtig daran gegangen und haben während unserer Gespräche festgestellt, dass wir doch sehr, sehr viele gleiche Gedanken, gleiche Ideen haben, sodass unsere Planungen dann zu konkreteren Gesprächen geführt haben und wir letztendlich nach verschiedenen Vorführungen der zwei deutschen Hersteller uns entschieden haben, dass wir also tatsächlich die gleichen Ziele verfolgen, das gleiche Modell kaufen wollen. Das fand in der Politik auch sehr guten Zuspruch. Und auf diese Art und Weise ist es uns gelungen, dass wir auch finanziell durch den Kauf von zwei nahezu baugleichen Fahrzeugen enorme Vorteile erreichen konnten.
Ja, wie wir gehört haben, war die Stadt Bad Driburg und die Feuerwehr, haben beide sehr eng zusammengearbeitet bei der Anschaffung. Ja. Gab es da noch irgendwie spezielle Wünsche, die berücksichtigt werden konnten, wo man sagt, das haben wir gesagt, das brauchen wir unbedingt bei der Drehleiter? Oder hat man gesagt, das ist eine ganz normale Standarddrehleiter? Also im Nachhinein ist es im Grunde genommen eine Standarddrehleiter. Dennoch gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Ausstattungsvarianten. Und je häufiger wir uns zusammengesetzt haben, umso häufiger haben wir uns auch geeinigt. Also im Grunde genommen hatte jeder seine eigenen Ideen. Viele waren identisch. Aber letztendlich hat der eine beim anderen, und das haben wir beide gemacht, die Ideen abgeguckt und wir haben es übernommen, weil jeder für die Auswahl seiner Technik bestimmte Gründe hatten, die also wirklich jeder im Nachhinein übernommen hat. Und mein Amtskollege Sven Heinemann von der Feuerwehr Brakel ist im Nachhinein genauso begeistert wie ich auch seitens der Feuerwehr Bad Driburg, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Und es ist also wirklich auch im Nachhinein, muss man sagen, eine gute Sache gewesen, dass wir gemeinsam diese Ausschreibung und gemeinsam dieses Geschäft gemacht haben. Und wir sind heute noch im besten Kontakt, auch ausbildungsmäßig stimmen wir uns ab, sodass im Grunde genommen jeder mit dem Fahrzeug des anderen sofort losfahren könnte. Wie viele Leute sind jetzt aktiv in der Feuerwehr, die mit der Drehleiter umgehen können? Und wie viele Einsatzstunden benötigen die Leute im Schnitt, damit man mit so einer Drehleiter die Einsätze abarbeiten kann? Also hier in Bad Driburg haben wir zurzeit aktuell 12 Drehleitermaschinisten. Das wird augenblicklich noch erweitert bis auf eine Zahl von 17, die also noch in der Ausbildung sind. Alle Drehleitermaschinisten haben eine gleiche Ausbildung, die sie auch schon für die alte Drehleiter benutzten. Das heißt eine 35-stündige Ausbildung, um überhaupt Drehleitermaschinist zu werden. Dazu kommt natürlich mehrjährige Erfahrung, die man bei Einsätzen und bei Übungen sammelt. Und jetzt bei dem neuen Fahrzeug, wo man ja die Handhabung auch erst wieder beüben muss, bis alles richtig festsitzt, gehe ich mal davon aus, dass jeder einzelne Drehleitermaschinist nochmal 30 bis 40 Stunden Ausbildung investieren muss, bis er sagen kann, ich bin fit. Und das muss man dann natürlich auf die Gesamtheit der Drehleitermaschinisten dann umlegen. Wir üben immer in Gruppen, in der Regel von 4, 5, 6, 7 Maschinisten und das an mehreren Tagen an der Woche, in der Woche, sodass wir, hoffe ich, in Kürze soweit fit sind und das Fahrzeug dann komplett in Betrieb, in den Einsatzdienst übernehmen können. Ja, dann wünschen wir viel Erfolg. So, das war das Interview mit Waldemar Gammenick von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Driburg. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.